Guten Morgen. Ich weiß, meine Lippenfarbe ein bisschen weg. Ich habe gerade eben nämlich gefrühstückt. Und ich zeige euch gleich meinen Ausblick aus meinem Zimmer. Aber ich muss jetzt ganz schnell noch meine Lippen machen. Ich habe mir nämlich einen neuen Lipliner gekauft. Lipstick. Heute bin ich mal meine natürliche Donja, weil ich dachte, das passt so ein bisschen zu den Bahamas. Was heißt natürlich, Make-up ist nicht natürlich, aber natürlich bezieht sich auf meine Haare, Locken. Ich habe ein Kleid an, eigentlich von Hollister, da mich, aber da finde ich, dass es kleidlich mal über den Popo geht, habe ich das jetzt so als längeres Oberteil, um zu funktionieren. Dann habe ich so ein schönes Ding vom Zara, wieder meine Shorts und Tory Burch Schuhe, also mein Outfit sieht praktisch so aus, so aus. Und ja, ich gehe jetzt raus, weil wir haben einen Workshop jetzt. Nehme jetzt auch mein Inspirations-Scribble-Buch, was ich von Maybelline bekommen habe. Und bin gespannt auf diesen Bahamas-Workshop mit dieser Bloggerin. Und ich wollte euch den Blick nicht vorenthalten. Und zwar schaut euch das mal an, wenn ich hier rausschaue. Oh mein Gott, what a view! What a view! Wir haben dann leider nur Pech mit dem Wetter. Es ist halt richtig windig, aber es ist nicht so schlimm. So. Famous on the whole families are big on the holiday and mm-hmm. Christmas season, and then you have Valentine's Day, you have some brides that do that, a red lip and a red bouquet and a blue face. Yeah. So the red lip, that's I think that's universal. It's classic. Everybody's doing. If you look, you'd notice mm-hmm. in this album, it's just the bold lip. There was a makeup artist, I think the same makeup artist that actually did this, she had a bride and she had maroon lips. Okay. Wine, yeah. Mm-hmm. It's also classic. Sure. The bodies do a lot of like spotting and concealing mm-hmm. and dark spots and different things like that. Mm-hmm. I don't think that's big hair either. Yeah. Schaut euch mal ihr geiles Kleid. Like you would introduce yourself. Okay. Yeah. Hey guys, it's Kanisha from 242 Black Rose in the Bahamas, and I just had the most amazing time with the Maybelline Trend Squad. We were here talking about makeup looks and different inspiration from the Bahamas and the Caribbean, and I look forward to seeing all the results at the Maybelline Makeup Show next year, 2017, in Berlin. Yes, ma'am. Thank you. That's it. Wow, good job. Die andere chillen. Liebe. So, wir sind jetzt auch gleich über einen geilen Workshop mit der Dame hier aus den Bahamas. Sie ist eine Bloggerin, die hat uns aufgeklärt über die Trends hier in den Bahamas. Und es hat so Spaß gemacht, dieser Austausch, dieser internationale Austausch ist richtig geil. Ich bin auch voll so geflasht. Ich weiß noch nicht, ich muss das alles noch reflektieren und die Vibes in meinem Kopf irgendwie sortieren für die Looks. Es macht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ja. Ja. Gut, ich fotobombe gerade die arme Kanisha. Und ja, jetzt machen wir noch Moderation, dann wird gegessen, dann ist es Free Time in diesem stürmischen Bahamas. In dieser stürmischen Bahamas? Ach, ich kann kein Deutsch. So, ihr Lieben, jetzt wird Mittag gegessen. Ja, auch, zeig ich das mal hier. Nicht der schlechteste Ort, um auf der Welt zu arbeiten, ne? Wisst Bescheid. For the vegan. Is this vegetarian or is this? This is actually the Cooper Wrap. So fish. This is fish. Yes, ma'am. And this? Ja, Melissa, alles mal weg. Wo habt ihr denn große Äste? Da vorne. Ja, dann. Ja, vegetarisch. Also. Ja, das meinst du vegetarisch? Aber das ist vegan. Oh, aber da
Dabei, falls ich jetzt ins Wasser krach. Am Abend der Kniffe sind alle deine Abonnenten auf Social Media, Donja Solani. Hör mal auf. Und auf einmal krachen wir rein und dann ist ein Hai, der uns auffrisst. Okay, das ist schon ein bisschen. Nee. Nee, das ist jetzt so ein Next Level. Ich will jetzt noch Apple, nee, Blumen und dann vorbei. Aber Donja ist scheiße klein. Ja. Oh, geil. Oh Mann, hier will ich das Foto. Hier muss ich das Foto. Take the picture. Alter, aber das Wasser ist so tief, gell? Ja, aber es ist ganz schön hell. Also das ist ganz gut. Aha, deine Mutter. Das ist mindestens 3 Meter. Oh mein Gott. Ich möchte gerne ein Bild dazwischen, Donja. In der Mitte. Ja, klar. Meinst du, wenn ich meine Füße da runter tue, denkt irgendein Hai, das wäre eine Robbe? Ja, das kann ich ja leider nicht beantworten. Was ist da? Der Hai. Hast du schon gesehen, der Hai? Wir haben das Bild für ihn gemacht, für mich, unter Einsatz unseres Lebens. Was ich nicht alles für meines Instagram-Feed tue. Wigs. Das, aber ich finde die Haarfarbe voll geil. Ja, sitzt nur nicht so ganz, weil es ist eine Perücke. Und ich hatte keine Zeit, sie so richtig zu machen. Ich hätte hier so das mit einer Klammer festmachen müssen. Auf der anderen Seite auch ein bisschen braun. Aber ich sag's, jetzt weg von diesem Shark-Ding. Das Meer ist halt so extrem hier. Wir gehen rüber, saven unser Leben wieder. Weg von der Shit hier. Bloß nicht auf die Fresse knallen, weil dann ist hier alles vorbei. Das Leben ist over. Jetzt mal Spaß beiseite, gell? Ich bin so paranoid wegen Haien. Oh, das sexy Beine hier. So. Augen auf, Donny, wo du hintrittst. Marvin, warum bist du so schnell? Ja, verstehe ich. Bevor die große Welle kommt. Die Welle. Donja ist on the ball. Ich hab... Das ist voll die schöne Aufnahme, die schicke ich dir gleich mit der Plattform. Oh, das hat uns zerstört. Du Scheiße, Menschen wieder mit Unkraut. Oh. Fotoshooting. Ich hatte gerade mein Fotoshooting da hinten. Die Bilder sind so schön geworden. So sieht das aus, wenn man sich für Instagram Fotos macht. Das ist doch so lustig. Geil. Ich wollte heute eigentlich gar nicht mehr vloggen, seit über, keine Ahnung, 2 Stunden, aber... Das ist vorbei. Das Problem ist, also wir lagen jetzt gerade am Strand und haben den Vollmond, beziehungsweise den Mond mit Strand einfach nur in der Dunkelheit genossen. Und da gab es Moskitos und deswegen haben wir uns eingesprüht. Und das Mittel hat dann Marvins T-Shirt aufgelöst. Ich komme hier rein und denke mir so, was zur Hölle ist. Das. Oh Gott. Und dann mache ich hier so und dann kommt er so. Aber weißt du, was krass ist? Du hast auf den Bahamas deine ganzen T-Shirts. Auch das lila Farbe. Und mit der Sojasauce. Das haben wir mit dem Moskitospray, ja schön. Das ist, aber das sind doch die einzigen, die ich extra gekauft habe für die Bahamas. Überleg mal, das Moskitospray, wie giftig das sein muss. Und wir haben das auf den Beinen drauf, gell? Ich hab's sogar auf dem Ohr. Den Nacken. Scheiße, was das für ein aggressives Ding sein muss, dass es Farbe auflöst. Deswegen meine ganzen Stiche auch so exklusiv. Na dann, gute Nacht, Freunde.